Mit Rauch nachgestellte Aerosole bewegen sich unmittelbar nach dem Austreten aus dem Mund nach oben und werden direkt in eine Luftentkeimungsanlage gezogen. Hersteller Olaf Rautner beschreibt den Weg der potenziellen SARS-CoV-2-Viren durchs UVC-Entkeimungsgerät. Die Luft wird angesaugt, wird im Inneren des Gerätes an den Röhren vorbeigezogen und bekommt in dieser kurzen Zeit auf der Höhe der Röhren bekommt sie so viel UVC-Dosis ab, dass die Viren sicher zu 99% abgetötet werden. Professor Herbert Plitschke von der Hochschule für angewandte Wissenschaften München hat das UVC-Gerät in diesem abgeschlossenen Raum auf die Entkeimungsleistung getestet und in einem Gutachten bestätigt. Wir haben die Leistungen verwendet, die in der Literatur für den SARS-CoV-2-Virus beschrieben sind. Wir haben nachgemessen und festgestellt, dass bei einem Durchlauf durch das Gerät ca. 99 bis 99,9% Entkeimungsleistung stattfinden kann. Bedenken gibt es hinsichtlich des UVC-Lichts, denn das kann für den Menschen krebserregend sein. Normalerweise kommt es nur in den oberen Atmosphärenschichten vor. Auf der Erde wird es künstlich hergestellt. Hierzu schreibt das Bundesamt für Strahlenschutz bereits im November 2020, Desinfektionssysteme oder Verfahren, bei denen Personen sicher vor der UV-Strahlung geschützt sind, sind aus Sicht des Strahlenschutzes unproblematisch. Dazu gehören Systeme, bei denen die UVC-Quelle in einer geschlossenen Einheit verbaut ist oder durch Abschirmung der Quelle sichergestellt ist, dass anwesende Personen keiner UVC-Strahlung ausgesetzt sind. Aus der Hochschule München heißt es vom Lehrstuhl Licht und Mechatronik zur Sicherheit unseres Gerätebeispiels. Das Gerät, das wir getestet haben, hat nach außen hin die Grenzwerte nicht überschritten. Also bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes, wenn also da nicht rumgeschraubt wird unter Betrieb, dann ist das Gerät sicher. Es fällt in Kategorie 0, also kein Risiko. Vergleichbar mit einem Blu-ray-Player, der mit Lasern arbeitet. Der Freistaat fördert jedoch aktuell nur Luftentkeimungsanlagen, die mit H14-Filtern arbeiten. Das Bayerische Wirtschaftsministerium finanziert immerhin ein Projekt des Fraunhofer-Instituts. Ziel ist es, Lösungen zur Reduzierung der Viruslast in der Luft zu finden, unter anderem mit Hilfe von UVC-Licht. Das Problem dabei ist die Normierung. Gut, ein Fördergeber möchte natürlich ein gewisses Qualitätsmerkmal haben, dass man gewappnet ist dagegen, dass nicht irgendwelche vom Laster gefallenen Produkte auch gefördert werden, die vielleicht gar nicht irgendwelchen Kriterien entsprechen. Es muss man also einen Kriterienkatalog haben. Da greife ich natürlich sehr gerne auf eine Norm zurück, weil die durch sämtliche Interessensgruppen mal begutachtet worden ist. Weil das ist ja der Sinn einer Normung, dass nicht nur jetzt ein bestimmter Herstellerkreis in der Normung involviert war, sondern auch andere Interessensgruppen müssen dort involviert gewesen sein. Wichtig bei UVC-Geräten sind unter anderem auch Parameter wie geringe Ozonbildung, die Ionisation und für die Praxis von Bedeutung. Wie Sie im Hintergrund hören können, sind unsere UVC-Luftentkeimanlagen sehr, sehr leise. Im Gegensatz zu Filteranlagen müssen keine Viren behafteten Filter gewechselt werden. Wie hier in einer Arztpraxis werden die UVC-Filteranlagen bereits jetzt eingesetzt. Allerdings ohne Rückendeckung des Freistaats. Eine Normierung von UVC-Geräten im Eilverfahren ist daher dringend gefordert.